Natürlich sah ich strahlend aus. Später sagte mir der Herr, das Bild wurde sehr schön. Ich kenne auch eines davon. Circa 2 Stunden durfte ich beim Herrn beim Trigon sein, wo ich schönste Erlebnisse haben durfte. Ja, sehr viel wurde mir gesagt. Der Babylon hat dem Trigon viel Freude gemacht und mir ebenso. Wunderbar war alles. Ich war schon von Natur aus etwas kindlicher Art, sagte mir der Herr, und ich wünsche, dass Sie es für immer so bleiben. Ich wollte nichts für mich, nur dienen dem Trigon, den schweren Weg etwas erleichtern. So gab es für mich nur 1000 Dank, dass ich erfüllen darf. Der Kaffee und Kuchen schmeckte ausgezeichnet, aber ich getraute mir kaum zu essen und trinken. Der Herr erzählte auch bei Kaffee von dem Bund, der einstens geschlossen wurde, wieder aufgelöst, dass er jetzt das letzte Mal da ist, der alte Bund aufgelöst werden musste und des neuen Bedarf, so wie es bei der Feier heißt. Von meiner Berufung sagte der Herr, dass meine Berufung sich ganz anders gestalten wird, da ich in der Burg Burgwart werden würde, mit Uniform, und weiteres ich nicht erzählen will. Frau Maria frug mich, was nun meine größte Arbeit jetzt sei. Da sagte der Herr, ich glaube, Herr Wagner, Sie haben genug zu tun mit Kleinarbeiten, die sich während des Babylonbaues angehäuft haben. Ja, das habe ich. Nun durfte ich mich verabschieden von den heiligen Trigonen und dankte vom Herzen zutiefst. Auch durfte ich den Trigon die Hände reichen, so es mit der Herr als erstes gab. Dann zogen sich die Herrschaften zurück in den Babylon. 1935 habe ich geheiratet, wo uns der Herr extra zu sich rufen ließ und uns nochmals alles Gute wünschte. Sonntag darauf wurden wir beide zu Kaffee in den Babylon eingeladen, wo auch wieder das Trigon beisammen war und der Herr viel Schönes Erlebtes auch in geistiger Art erzählte. Von der Schulung, die er brauchte, um überhaupt den Menschen die Wahrheit zu bringen, was ja das Allerschwerste war. Viel, sehr viel Trübes musste der Herr erleben und erleiden, da er doch ein Fremdling auf diesem dunklen Erdball stehen musste. Dann kann das Kapitel sich selbst erkennen, obwohl er schon viele Jahre viel mehr wusste als alle anderen. So kam dann die Erkenntnis plötzlich, wie Schuppen fiel es ihm vor die Augen. Da die Zeit da war, wurde ihm von oben geholfen. Große Freude stieg in ihm auf. Alles, ja alles sah er vor sich, von oben bis in die Tiefe. Er, wo er von oben kam und das große Vertrauen in sich hatte, die große Liebe, besprudelte gewaltsam aus ihm. Es war himmlisch, wie der Herr dies alles erzählte. Mir kam vor, als leuchtete die ganze Gestalt. Es war herrlich zusammen sein mit dem Trigon. Abends wurden die Tische und Stühle aus dem Babylon herausgetragen, da ein ganz schönes Feuerwerk vorgeführt wurde. Das Trigon nahm gegen 8 Uhr Platz und los ging es. Alle Bergbewohner durften in den Grabeskarten gehen und freuten sich mit. Ganze 2 Stunden dauerte es. Es war wunderschön. Denn die Raketen, Leuchtkugeln und die vielen, vielen herrlichen Formen, die da in die Luft flogen, waren so schön. Hellauf lachte Herrschaft und freuten sich. Ja, oft wurde noch später darüber erzählt.
zu Ende dankte der Herr allen Mitarbeitern herzlich für die große Mühe, die wir ja gerne für das Tribun machten. Eine Kleinigkeit, da der Herr sowieso wenig Freude erleben durfte. Es war am Berg so, wie es eben immer sein sollte. Denn jeder freute sich, mühte sich. Das große Vorbild der Herr, die Damen, wir alle verspürten ständig die Nähe der heiligen Kraft, die Strahlung, die wir nötig brauchten, in denen beugten sich alle und konnten viel aufnehmen, was der Gottessohn Emanuel Parsifal uns ständig gab. Mittwochabends gab es immer Andacht, wo Vorträge von verschiedenen Herren gelesen wurden zur Erweiterung der Botschaft. Selbst Silberkreuzer konnten lesen. Es war auch sehr schön. Sonntag dagegen las fast jedes Mal der Herr, wo er die heilige Botschaft erweiterte. Manchmal, wenn der Herr nicht sprach, saßen die Herrschaften herunten vor der Altarstufe. Sehr oft machte der Herr mit Fräulein Irmgard einen Rundgang um die Siedlung, wobei er jedes Mal in die Tischerei kam. Von Irmgard ging dann alleine in die Verwaltung. Ich war sehr beschäftigt, sodass ich den Herrn manchmal nicht kommen sah. Denn in der Regel öffnete ich ihm die Tür gleich. Aber der Herr lachte, wenn er mich überraschen konnte. Mir war es ja nicht recht, aber er sagte, nicht schon recht, Herr Wagner. So gab ich kurzen Bericht, erzählte, was mich beeindruckt hat oder was sich zugetragen hat. Oft gab er mir eine Anleitung, da er mich auf manches aufmerksam machte. Dann, wenn neue Gäste kamen, führte er es jedes Mal in die Tischerei, die er mir vorstellte. In der Tischerei schaute es oftmals ganz furchtbar aus. Gestaubt hat es, dass es ganz grau war, aber wenn die Hauptmaschinenarbeit vorbei war, räumte ich gleich auf. Einmal weiß ich, kam der Herr zu mir runter in die Tischerei. Da er wegfuhr, frug er mich, ob ich was ganz nötig brauche. Da war in der Tischerei ein Staub, dass man mich kaum sah von der Kreissäge. Das sagte der Herr sehr lieb. Gehen Sie ja gleich für einige Zeit heraus. So sehr hatte der Herr für alles ein Verständnis. Es war einfach herrlich. Eines Tages gab es eine unangenehme Überraschung, worüber sehr traurig der Herr sich zeigte. Es gab doch bei manchen mit der Zeit Uneinigkeit, was den Herrn zu Ohren kam, zwar nicht von mir, obwohl ich es oft schon manchmal merkte. Der Herr wollte doch nur jedem helfen. Freilich gab es welche darunter, die noch sehr schlecht auf den Füßen standen, aber nicht immer fest waren. Aber ich weiß, es tat ihnen leid, wenn sie ihren Schnabel unüberlegt plötzlich auftaten. Ich war sehr vorsichtig und habe diese Menschen besonders nett behandelt. Man kannte sie. Ich habe da ein ganz besonderes Fingerspitzengefühl gehabt. Ich durfte nur eine anschauen, so wusste ich, wie viel es geschlagen hat. So gab es Menschen, die den Herrn nie richtig verstanden. Selbst die Anordnung, was der Herr oft gab, hätte sie am liebsten anders ausgelegt und waren innerlich unzufrieden. Meine Beobachtung sagte mir oft, ich darf den Herrn nicht alles sagen, wenn ich so um 5:30 zu ihm kommen durfte. Aber der Herr war ja wach. Er sagte mir bald, Herr Wagner, ich weiß alles. Ich weiß auch, dass Sie mich schonen wollen. Ich sehe in die Maschen und Fäden genau und klar hinein. Ich möchte Ihnen dafür was zeigen und sagen. Dann verstehen Sie mich noch besser, wie sehr ich schon lange leide. Da zeigte mir der Herr einen geschnitzten Christuskopf,
den ich schon oft in seinem Arbeitszimmer hängen sah, aber mir nie was sagen getraute. Er daher sagte, so sehr, wie hier mein Bruder litt, so sehr leide ich auch von unglaublicher Art und Schmerzen. Einige Sekunden trat Stille ein, bis der Herr mich wieder ansah. Mir wurde da ganz anders. Ich bekam Tränen in den Augen. Mir kam zum ersten Mal, ja ganz überraschend, ein Ahnen, was eigentlich vorgeht in der Welt. Da erzählte er mir, was er schon lange beobachtete. Sehr bedenklich. Er sagte, wenn es so weitergeht, wird es kaum noch einen Aufbau geben, weil die Berufenen zu langsam kommen. Es ging schon auf das Jahr 1936 zu. Dabei war der Herr bei der Weihnachtsfeier immer so froh. Er sang mit uns angestellt, aß mit uns, und keiner merkte, dass der Gottessohn zutiefst leidet, da er der Herr nur geben wollte. So wurde er immer ernster und ernster. Ich sage es Ihnen, weil Sie mich waren, verstehen. Darum möchte ich Ihnen es sagen. Es ist schon so weit, dass die Urgeschaffenen zutiefst klagen zum Vater und ihn innig bitten um Hilfe, da kein Geist mehr zurückfindet nach oben. So sehr verstricken sie sich. Die Menschheit wird ständiger und zuverlässiger. Das Licht sieht es voraus. Die Fäden der Hilfe hängen schlapp herunter, werden nicht mehr gespannt zur Belebung. Das ehrliche gute Wollen müsste den Fäden entgegenkommen und sich mit ihnen verbinden. Dann würden sie straffer werden, würden leuchten und den Menschen strahlend entgegenkommen. So verstand ich erst recht, wie der Herr sagte, dass es das Schwerste ist, das heilige Wort der Menschen zu verstehen zu bringen. Oft, wenn der Herr wieder sehr traurig war, hätte ich mich am liebsten am Boden verkrochen. So sehr hat es mich bedrückt, berührt. Ich konnte den Herrn keinen Trost geben und bat ihn mit meinem ganzen Sein, er möge durchhalten, denn Gott der Herr wird schon, wenn es an der Zeit ist, eingreifen. Wie gelöst kam mir der Herr oftmals vor, als trügen ihn Engel auf den Armen. Immer sprach der Herr vom Aufbau und wieder wurde er zufrieden. Da konnte er so gelöst, freudig lachen. Ein Strahlen kam aus ihm. Es war eben der Herr. Ich wurde inzwischen als Tempelwart eingeteilt, vom Herrn persönlich. Meine Frau sollte später nur mit Blumen zu tun haben in der Burg. Neben dem Tempel hatten wir die Wohnung, da der Herr immer in Gefahr war und ständig des Wuchs. Da war ich besonders wach in jeder Art. Eines Nachts wurde ich plötzlich wach, da ich das Fenster offen hatte. So hörte ich ein Geräusch, sprang gleich zum Fenster und sah zwei Kerle im Tempelgarten um die Ecke huschen, worauf ich sie stark und laut anschrie, sodass die schnell über den Zaun sprangen. Und nun war ich am Tempel, wo ich sie noch außer den Zaun rennen sah. Die zwei haben gar nicht vermutet. Es war eine Nacht, dass jemand praktisch auf der Lauer ist. Mir wurde durch den kleinen Zwischenfall erst richtig klar, in welche Gefahr wir hier oben besonders der Herr, unser Herr, war. Am nächsten Tag meldete ich es dem Herrn persönlich. Da sagte mir der Herr, er wüsste es schon von Frau Manns. Ihm wurde es gesagt. Wie der Herr schon war, dankte er sehr. So schlich das Dunkel immer mehr ran an den heiligen Berg.
vor kurzem war auch ein ähnlicher Fall am Gralesgarten. Aber sie wurden von den Hunden vertrieben. An einem Sonntag sprach der Herr im Tempel in einem Vortrag, wo er besonders hinwies auf die kommende Zeit, was jedem klar werden muss, dass größte Vorsicht am Platz ist. Dann können wir die vielen Angriffe, die noch kommen, abwehren. Aber noch wichtiger ist, die Reinheit zu pflegen. Das wehrt das Dunkel ab in ihrem Vorhaben. Eines Tages musste ich und durfte ich mit den Herren ins Gästehaus auf den Dachboden gehen. Dort schaute sich der Herr die Lage an, da er was ganz Bestimmtes vorhätte, nämlich in großen Mengen Weizen und Hirse zu lagern. Diese Getreidearten sollten als Flocken zerdrückt werden, damit die Bergbewohner, falls es kommen soll, wie es bestimmt war von oben, dass der Berg abgeschlossen werden soll von Erdspalten und Wasser für eine Zeit lang. Dazu kaufte er eine Maschine, Flockenpressmaschine aus der Schweiz. Diese Maschine kam auch an. Ich war dabei, wie sie aufgestellt und ausprobiert wurde. Es ging auch prima. Der Herr freute sich, denn er wollte er den Menschen auf den Bergen halten und ihnen Überlebenschance zu geben, damit keiner hungern soll. Denn die großen Umwälzungen, die prophezeit wurden, standen bevor. Ich baute den Dachboden prima und dicht aus, damit kein Körnchen verloren geht. Die Flockenmaschine haben zwei Jünger des Herrn, die auch Schweizer waren, besorgt, mit Namen Eisenbeiß Napolz. Das ging bis zum Mahlen gut. Dann kamen sie wieder auf den Berg, ganz unzufrieden. Der Herr sagte mir schon vor einigen Wochen, er empfindet, dass sich Gewaltiges ändern wird, nicht Schönes gegen seine Person. Und siehe, es kam bald, denn die zwei Schweizer Jünger haben sich vom Dunkel ganz fangen lassen, stellten den Herrn ganz einfach vor die Tatsache, sie müssen, wenn der Herr die Maschine haben will, so und so viel, circa 60% an Gewinn haben. Ansonsten müssen sie die Maschine gleich wieder abtransportieren lassen, da sie es von der Schweizer Hürde nicht frei bekamen. Die Maschine wollte der Herr gerade diese Tage bezahlen. Auch hat sich der Herr genau erkundigt, wie das mit der Freigabe von der Schweiz wäre. Da wurde ihm erklärt, die Schweiz verkauft gerne die Maschine. Somit war es dem Herrn ganz klar, was diese zwei Jünger wollten, also für sich Kapital herausschlagen. Noch Gemeineres konnten sie nicht machen. Der Herr hörte die zwei ganz ruhig an. Schaute sie streng an und ekelte zu sehr. Er erklärte, ja, wenn das so ist, nehmen Sie bitte die Maschine gleich wieder mit zurück, da ich ja keinen Groschen Rappen für mich haben will. Ich wollte nur helfen, es hätte nur mir viel Geld gekostet. Nun entschloss sich der Herr plötzlich, denen die Maschine zurückzugeben, von denen er es hatte. Die beiden Jünger waren ganz erstaunt darüber, aber der Herr wisse von sich. Das alles hat sich schnell herumgesprochen. So kam eine ganze Kette ins Rollen, von wo der Herr sprach. Es kam die Jüngerseuche, da mancher sich erst zeigte, wie es bei ihnen innerlich ausschaut. Und siehe, so mancher verleugnete den Herrn. So brach das Vertrauen immer mehr vom Herrn. Denn wenn schon die Jünger nicht treu waren, wie muss es erst bei einem anderen Kreuzträger aussehen und anhängen? Es stellte sich dabei noch manches heraus, wie sehr schon der Herr betrogen wurde, längere Zeit.
Gar mancher Gold- und Silberkreuzer verließ den heiligen Bert, so mit dem Herrn. Die alle waren mit den Jüngern im Bund des Dunkels. Der Herr war froh, dass es so weit kam. Da kam der Ausspruch des Herrn: Hätte ich wenigstens 10 Ehrliche, denen ich vertrauen könnte, dann wäre ich zufrieden. Als er das Geschehen im Tempel vorlas, blitzten seine Augen von unglaublicher Strenge, wie ich ihn noch nie sah. Nun wird das heilige Schwert bald zuschlagen, waren die letzten Worte. Natürlich hat das gesprochene Wort vom Herrn manchen sehr weh getan, weil tatsächlich gute Ehrliche darunter waren. Aber wie immer, jeder wollte zu den 10 Ehrlichen gehören. So eitel waren welche darunter. 1936 hätte schon die heilige Burg begonnen werden sollen zu bauen. Aber leider sagte mir der Herr, die Menschen hören und hörten nicht den heiligen Ruf aus dem Licht, der ihnen alles sein soll und müsste. Sie gehen unter und verstricken sich täglich mehr. Das heilige Gelöbnis und der heilige Schwur, deren alles sein soll, haben sie vergessen. Nun werde auch ich sie vergessen müssen nach dem Gesetz. Auf Patmos wurden sie alle aufgehoben, durften die blaue, herrliche Insel schauen. Sie knieten betend und dankend für das große Geschenk der Allliebe. Ihre Worte waren: Ich gelobe, den Herrn zu dienen, wenn er uns ruft. Dafür wurden wir treu gehütet und vorbereitet. Nur 144.000 sind es, die genügen würden, als Vorbilder, Stab und Stütze zu sein der ganzen Menschheit. Da davon das ganze Sein der Menschen abhängt. Auf den schönen Erdball verteilt wurdet ihr als deutsche Geister, führende Nation. Strahlend sollt euer Sein und Wirken. Ihr seid der Sauerteig. Eure Treue wird noch nach eurer Erfüllung eingehen in lichten Höhen, wo ihr glücklich, freudig mitschaffen dürft den ewigen Kreislauf in der Schöpfung. Der Herr war sehr betrübt, weil er nicht verstehen konnte, wie es überhaupt möglich war, den höchsten Ruf nicht zu hören. Es hätte 1933 Gandhi, Nero und viel mehr kommen müssen, in alle die Größen, die bestimmt waren. Wo bleiben die Künstler, Handwerker? So hätte auch der Rote Ritter als erstes kommen müssen, der seine Frau zur Feier, die Goldenkreuzer war, stets auf dem Berg brachte. Er selbst blieb sich gut amüsierend in Innsbruck. So ging es fort und fort. Der Herr als Parsifal wartete geduldig, musste zusehen. Aber nur eine kurze Zeit, wo er sich doch so mühte, den Menschen aus ihrer Umklammerung zu befreien. Es bedarf nur ein Wollen, eben den Kreidestrich zu übertreten. Dann wäre der Hochmut besiegt. 1936, in den ersten Märztagen, war der Herr sehr unruhig, als käme wieder was Unerwartetes. Ich bangte wie immer, wenn er mir wieder von seinem Bruder Jesus erzählte, der doch so sehr auf den geschnitzten Kopf den Schmerzausdruck gab. Und so sehr leide ich, sagte er offen. Und siehe, am 11.03.1936 Vormittag ein starker Angriff gegen den Herrn vom Dunkeln. Der Herr wurde verhaftet von der Staatspolizei Innsbruck, für eine Zeit lang
zu überprüfen wegen Geldschmuggel, ausgelöst von der Jüngerseuche und einen seiner Berufenen. Schwer war die Zeit, sehr schwer für unseren Herrn. In der großen Hoffnung, dass er ja bald wiederkomme. Es dauerte schon eine geraume Zeit, bis es so weit war, dass der Herr wieder zurückkam. Es konnte nachgewiesen werden, dass der Herr wirklich nichts wusste von allem. Es kam von Deutschen in Österreich Wohnhafte, hätten ihm den Geldschmuggel aufgeladen. Nach der Entlassung erzählte mir der Herr alles, wie es kam. Der Herr war wieder sehr traurig über so eine Unklugheit eines Hohlberufenen, da dieser den Herrn nicht schämen wollte. Aber es geschah. Zwar ging das beim Herrn auch nicht spurlos vorüber. Das hätte nicht geschehen dürfen. Den weißen Ritter wurde bei der heiligen Feier das Schwert genommen und eine Zurücksetzung fand statt, für eine Zeit lang. Nach längerer Zeit bekam er es wieder zurück. Der weiße Ritter kniete sich auf die vierte Stufe vor dem Altar. Es war bei einer Feier. Ich hörte, wie er sprach. Herr, ich danke dir. Verbeugend, anhaltend. Dann schaute er auf, sah den Herrn an in großer Reue. Der Herr vergab ihm, schaute den weißen Ritter lange und tief an, als wollte er sagen, wie kann im Stoff ein Urgeschaffener so tief sinken? In dieser Zeit hat sich die Verbindung zurückgezogen. Sei wieder mein weißer Ritter. Ja, der Herr vergab, verzeihte, aber es begann beim Herrn eine zutiefst greifende Wendung. Ich wusste alles, mir tat es zu weh, wegen den Herrn, da er uns noch weniger vertraute. Der Herr hatte nie mehr die große Fröhlichkeit, nur mehr Sachlichkeit gab es. Ernster und ernster wurde er, Ekel stieg ihm auf, aber doch die große Liebe zu denen, die gut waren. Am 19.07.1936 wurde extra abends eine Feier abgehalten, die 7-jährige Weltenwende. Eine ganz hohe Feier, wo der Herr Immanuel benötigt wird, um die Geschicke noch fest in die Hand zu bekommen. Es wurde bei der ganz hohen Feier Parsifal vom Herrn Immanuel abgelöst und der Strahlungsteil nach oben zurückgezogen, damit Immanuel direkt wirkte. Es war ein ganz einmaliger Akt, der sich nie mehr wiederholen wird und der für uns Menschengeister gar nicht im vollen Wert erkannt werden kann. Schon aus dem Gesetz heraus, wir Menschen sind eben aus dem Geiste. Es war bei dieser Feierlichkeit eine unglaubliche Spannung, so voll Kraft, als käme Gott der Herr selber zu uns herunter. Auch gab der Herr uns allen, die dabei sein durften, bekannt, was ab jetzt, ja ab heute den Anfang nehmen wird. Da sich die Liebe, die heilige Liebe Maria, aus dem Wesenlosen kommend, sich langsam beginnt vom Stoff zu lösen, aber mit Betonung gesagt. So sprach der Herr diese Worte. Die Augen funkelten nur so, von unglaublicher Art, von einer Undurchdringlichkeit und Strenge, wie ich noch nie sah und erleben durfte.
Der Herr stand da in weißem Gewand angetan, vor uns wenigen, dass ich mir's gar nicht niederschreiben getraue, was ich auch dabei sehen durfte. Der Lichtdruck war so stark, kaum zu ertragen. Bei der Feierlichkeit waren ganz wenige Bergbewohner geladen, vom Herrn persönlich. Als Ritter, Apostel, Jüngerinnen, Jünger, sowie drei Goldenkreuzer, Fritsch, Götz und ich. Abends war es, die ganzen gewaltigen Elemente waren zugegen. Ich weiß, es war 20 Minuten vor 18 Uhr, als der Herr schon im Tempel war, so plötzlich ein ganz großes Gewitter rauf mit unglaublicher Gewalt. Plötzlich ein Sturm kam, dass der Tempel nur so bebte und zitterte. Der Apostel Schwarzkopf stand mit mir am Eingang des Tempels. Da kam ein Kracher, der so heftig war, dass uns beide zurückwarf, so orkanmäßig. Punkt 18 Uhr begann die hohe Feierlichkeit, wo der Herr sich kundtat uns Menschen und vor aller Welt. Er zog das Schwert wie der Blitz aus der Scheide und richtete es gegen die Menschheit als Zeichen des Beginns des Gerichtes. Der Herr sprach so eingehend, so gewaltig, ja, er schmetterte es gerade heraus, als sage er den Kampf an. Und es war so, denn das Gesprochene besagte alles. Er warf dem Menschengeist das völlige Versagen, die Unzuverlässigkeit vor, in jeder Art. Eine ganze Stunde sprach der Herr und beleuchtete alles, wie es mit uns steht. Jeder konnte sich eine Nase voll nehmen, denn jeder war betroffen. Der Herr gab nochmals den Überblick von oben bis zu uns herunter, wie alles gesetzmäßig läuft und laufen muss. Denn wegen euch steht das ganze heilige Räderwerk nicht still, was so wunderbar aufgebaut ist. Ihr kommt unter die Mühlsteine, jeder nach seinen Wirken, und so wird es geschehen. Ihr hättet alles retten können, wenn ihr gewollt hättet, wenn ihr euch mühtet. Nun ist es soweit, dass jeder Einzelne zu verspüren bekommt nach seinem Maß. Das heilige Schwert funkelte wie der grüne Blitz, und die goldene Spitze, gefüllt mit heiliger Kraft, schlägt nun in eure Reihen, da der Zorn Gottes das Gewürm aufscheint. Vieles, vieles hat der Herr rausgeschmettert, als wollte er sagen, nun ist es mir gleich. Die wunderbaren Dinge des Herrn erfüllen ihre Aufgabe treu. Die Wesenhaften, da Gottes Langmut endlich zu Ende ist. So weit der Gott. Am Sonntag darauf hielt der Herr wieder einen Vortrag von unglaublicher Art, weil er sah, wie alle nun die Köpfe hängen ließen. Er sagte, jetzt ist keine Zeit, die Köpfe hängen lassen. Noch viel mehr wachsamer sein ist oberstes Gesetz. Nehmt euch endlich zusammen. Versucht, recht zu handeln. Das fordere ich von jedem Einzelnen. Ich musste für euch leiden, nicht ihr im Zuchthaus. Ich musste alles über mich ergehen lassen. Und was tatet ihr? Ab jetzt war der Herr ganz streng. Er war ganz anders. Kein Wunder, was die Menschheit tat, weil sie sich nicht ehrlich mühte. Erbärmlich sah der Herr in die Reihen der Menschen. Er hätte sich am liebsten ganz abgewendet. So weh tat es ihm. Ab
den Jahren 1932 hatte ich oft Gelegenheit, mit den Herren über die Schöpfungszeichnungen zu sprechen. Wie oft gab er mir wieder Tipps, damit ich weiterkomme. Da die Zeichnungen langsam vorangingen, aber der Herr sah ja, dass ich praktisch nie die Zeit habe, weil so viel zu tun war auf dem Berg. So gab er mir die Möglichkeit, alles Gesagte laufend niederzuschreiben für später. Da die Zeit kommen wird, sagte mir der Herr, wo ich in Ruhe es zeichnen kann, da dazu Ruhe gehört. Ich weiß, da habe ich mal in der Mittagspause den Drang wieder, wie so oft, ja auch Sonntag, weitergezeichnet, besser gesagt skizziert. Dabei musste ich sehr vertieft gewesen sein. Plötzlich stand der Herr hinter mir, so dass ich etwas erschrocken war, als ich ihn bemerkte. Da lachte der Herr und sagte, und das wird aber wieder schön. Da wurde wieder vieles besprochen, ganz gründlich, da die Skizzen schon sehr übersichtlich waren. Aber, sagte der Herr, vergessen Sie nicht, mehr gebogen die Ebenen zu machen, da sie als Schalen anzusehen sind. Die Welten sind wohl rund, aber empfangen tun sie wie eine Schale. Als er das nächste Mal kam, freute er sich über meinen Fortschritt. Ich musste mich schon sehr selber mühen und mit der Empfindung arbeiten, da der Herr mir nur Winke gab, aber ich war sehr froh und dankbar. Die Zeichnungen sollen ja auch wirken, nicht nur gefallen. Abends durfte ich wie so oft um 5:30 zum Herrn, wo wir auch wieder auf die Zeichnungen zu sprechen kamen. Denn die Zeichnungen wären ja auch wichtig gewesen. Aber es gab eben keine Möglichkeit, dass sie fertig würden, sagte mir der Herr manchmal. Bei der Besprechung war der Herr immer sehr, sehr fröhlich, so frei. Der Herr war von einer außerordentlichen feinen Art, hochfein. Aus ihm strahlte alles hohe Reine. Man verspürt es aus jedem Wort. Er war einfach himmlisch. Ich für meine Person war jedes Mal so erfüllt und dankbar. Ich beugte mich in Demut vor der majestätischen Gestalt des Herrn. Der Herr war so gut gekleidet, alles passte zu ihm, volle Harmonie. Wer sich ehrlich mühte, bekam die herrliche Verbindung, dass sich alle Schwierigkeiten nun lösten. Die wunderbaren Anregungen, die von ihm ausgingen, die Lebendigkeit brachte die schwierigsten Probleme schnell zu einer Lösung. Die Ausstrahlung des Herrn war unglaublich stark. Wieder durfte ich eines Tages zum Herrn, diesmal war es Vormittag. Der Herr war immer so freundlich. Er sagte, im Falle wieder was kommen sollte, da er ab jetzt keine Ruhe mehr hat, das, was alles jetzt in der Zeit passierte, ihn veranlasste, Schritte zu unternehmen, die nicht vorgesehen sind. Ich weiß, Herr Wagner, Ihnen darf ich vertrauen, dass Sie ganz zu mir gehören und sich ehrlich mühen, was mir sehr wohl tut. Falls wieder was käme, habe ich ja Ihre Adresse von Ihrer Heimat und Ihren Eltern aus Ried, Oberösterreich, wo ich mich hinwende, um Sie zu verständigen, falls ich Sie brauche. Es wird schon so eingerichtet, dass wir in Verbindung bleiben, von oben so geführt. Haben Sie nur starkes Vertrauen, dann kann Ihnen nie Ernstes geschehen. Ich weiß, Sie freuen sich. Denn ich darf Ihnen Vertrauen schenken, das weiß ich recht gut. Ihnen darf ich es sagen, weil Sie nicht eitel sind. Ich danke Ihnen herzlichst mit
meinen ganzen Sein und versprach, mich stets zu mühen. Ja, das weiß ich, sagte er, und gab mir die Hand. Durch das Herannähen des Dunkels am Berg wurden Wachen eingeführt um das Gralshaus herum. Als erstes kamen nur die höchst Berufenen dran. Jede zweite Stunde ablösen. Aber wie es schon war, dauert es nicht lange. Ging das dem hohen Herrn auf die Nerven. Obwohl sie sich bei Tag hinlegen hätte können. Kurzum, es musste geändert werden. Es ging so, dass mehrere dazu eingeteilt wurden, so zum Beispiel auch Herr Fritsch, noch andere und auch ich. Aber auch das ging nicht allzu lange, wurde vom Herrn die Wachen außen abgezogen. Aus einem bestimmten Grund, den ich eigentlich am liebsten gar nicht schreiben möchte. Aber es war so. Der Herr stellte fest, dass die schönen Rosenstücke, die den Weg um das Grashaus im Sommer herrlich schmückten, ständig bräuner wurden. Wenigstens viele davon. Das kam daher, dass einige Herren einfach auf die Rosenstücke bei Nacht sie mit Urin begossen. Und das oftmals. Darüber war der Herr außer sich, da ja extra ein Platz eingerichtet wurde dafür. Wenigstens etwas wäre schon am Platz gewesen zu denken. Es machte den Herrn wieder sehr traurig. Er gab darüber an alle ein Schreiben heraus, was besagt, dass das nicht nötig wäre und denken müssten, dass der normale Wuchs der Rosenstöcke verhindert wird. Mir sagte es der Herr, auf was er selber gekommen ist. Ja, so sind manche Berufenen. Anstatt sie danken würden, das kleine Opfer zu bringen, was ja ihre Aufgabe wäre, alles dran zu setzen, um richtig zu erfüllen. Leider haben, die sowas tut, den heiligen Ruf nie erfasst. So stehe ich da mit großer Liebe, möchte allen helfen und geben. Und wie zeigen sich manche hohe Berufenen? Ein Tier geht seinen gesetzmäßigen Weg. Und was tun die meisten Menschen? Die meisten Menschen? Es hatte ja noch einen größeren Grund als die Wachen um das Grashaus. Der Herr wollte gerade diesen Herren alle eine Möglichkeit geben, durch die Wachen, was ja im Verhältnis ihres Vergehens nur ein kleiner Teil gewesen wäre, abzulösen. Aber selbst das ging bei denen meisten nicht. So bewiesen sie ihre geistige Einstellung. Ab da wusste der Herr auch, wie es um die wenigen stand, die da nicht erfüllten. Der Herr erzählte mir das Geschehen geistig zu sehen. Wie froh war ich, dass ich wenigstens da nicht versagte. Aber der Herr las mir's von den Augen ab und sagte, freuen Sie sich, Herr Wagner, und behalten Sie Ihre einfache Größe treu und wahr. Wieder überkam's mich. Ich wusste ja, dass man täglich noch viel Fehler machte. Aber ich gab mir wenigstens die ehrliche Mühe.